Da sind wir wieder zurück aus der Werbung. Metal Gear Solid 5 geht weiter und ja, da sehen wir ihn, Big Boss. Ist ein bisschen schmutzig geworden bei der letzten Mission, wenn wir uns hier ihn genau angucken. Schaut euch das mal wirklich an hier. Alles voller Blut und sogar die Fliegen kreisen schon über seinem Köpfele herum. Ich habe gerade im letzten Teil Quiet, die Sniperin, rausgeholt aus ihrem Martyrium. Das heißt, ich habe sie so lange angeballert mit meinem Snipergewehr, bis sie sich entschlossen hat, ich komme mal mit euch mit, aber die, was hängt denn hier lang? Warum sind hier so komische Poster? Was soll denn das? Ich wollte eigentlich duschen erstmal. Also gehe ich erstmal unter die Dusche, damit die Fliegen verschwinden. Warum hängen denn da so Comic-Poster dran? Physically and mentally refreshed. Oh, guck mal jetzt. Guck mal, wie frisch ich jetzt aussehe. Da, hängt einfach mal. Ist das Pass in Anime-Form? Das Poster einfach mitnehmen. Warum hängt denn sowas bei mir an der Basis? Auf jeden Fall, Quiet ist gerade verknastet worden hier auf der Medical Plattform bei mir daheim. Wo müsste sie sein? Oh, warte mal, was habe ich denn hier? Rough Diamonds? Ah, da haben ein paar Leute mir... Guck mal, warum ist hier mitten im Wasser denn was? Das verstehe ich auch nicht. Diamanten hier finden. Aber ich will erstmal kurz zu Quiet rüber. Auf die Medical Plattform, die befindet sich, das ist die Intel Plattform, das ist die Support, wo ist denn die Medical? R&D, Combat, bleibt nur noch eine übrig, die hier. Und da ist wahrscheinlich, da, Target Practice wäre die hier, aber hier, Quiet Cell. Möchte ich mal besuchen, habe mich dafür frisch geduscht. Guck mal, wie ich am besten da hinkomme, ich müsste mit dem Auto fahren, ne? Haben wir ja letztes Mal schon gemacht. Meine Basis ist mittlerweile ja schon einigermaßen gut entwickelt. Ach, was ich übrigens in der Zwischenzeit gemacht habe. Ich gehe gleich immer kurz in den Jeep rein und da ist die Medical Plattform. Da wollen wir gleich hin. Alles klar. Ich kann es euch auch hier im Menü einmal kurz zeigen. Die Nebenmissionen. Ich habe eine von den insgesamt 5 oder 6, wie es mittlerweile sind, hier unten. Die Target Practice bei der R&D-Plattform habe ich gemacht, also dass man drumherum geht und knapp 45 Zielscheiben findet und weghaut. Ich musste mir da aber echt tatsächlich von dem Internet-Guide helfen lassen, weil die sind teilweise so versteckt, dass man das Ding erstmal in- und auswendig kennenlernen muss, wie man da herumstromert und sowas. Deshalb bin ich die anderen auch noch nicht angegangen, das will ich mal in Ruhe machen. Nicht umsonst in diese Mission, guck mal von der Liste, da ist wahrscheinlich jetzt mein Gesicht drüber, aber da steht Completion 16 von 157 Nebenmissionen habe ich gemacht, also 10% ungefähr und die sind ganz, ganz, ganz hinten in der Liste. Nummern 152 bis 157. Also die sind so optional, dass die gar nicht erst vorne auftauchen, damit man nicht den Eindruck hat, man muss die dann sofort machen. Ich werde die auch mir als letztes einbehalten. Rückwärts. Haben wir ja so gelernt in der Fahrschule. Vorwärts. Dieses Rechtsfahrgebot. Obwohl ich hier auf der Plattform, dürfte es relativ egal sein. Ich könnte mich theoretisch auch, wenn ich die ganzen Plattformen hier fahren will, nicht nur einfach hier mit dem Auto selber herumtucker, dass ich mich auch vom Hubschrapp rumfliegen lasse. Das will ich anders selbst machen, komm. Wie haben die denn so schnell so viel gebaut? Ah, was ich auch mal machen könnte, stimmt. Bevor ich zu Quiet reingehe, ich habe ja jetzt so viele GMP verdient, viel Geld auf die ganzen Missionen, dass ich da mal ein paar Sachen in Auftrag packe. Obwohl das alles mittlerweile arg teuer ist, was man produziert. Also wenn ich so schon 150.000 für irgendwie eine Erweiterung von einem Snipergewehr ausgeben muss. Da werde ich wohl lange dran knabbern müssen. Und eventuell kann ich noch ein paar meiner Leute losschicken, dass sie Missionen ohne mich machen, dass da nochmal extra ein bisschen Moneten reinkommt. Ich hätte nicht gedacht, dass mich der Open-World-Aspekt so packt und das Gebaue von der Station in allem drum dran. Aber es hat irgendwie was. Es hat wirklich was. So, hier das Shooting will ich hier nicht machen. Oh, gut eingepackt. Moment. So. Hier quer auf der Straße stehen bleiben, ist alles gut. Kann ich doch erstmal gucken, was ich denn bauen kann und mal Staff Reorganizing. Staff assigned. Ab und zu mal das anpassen ist ganz nett. Ich kann mich jetzt nicht, oder ich habe nicht die Muße, meine 219 Leute einzeln zu verteilen auf die Teams. Deshalb überlasse ich das noch der Automatik. Vielleicht mache ich das irgendwann mal. Ah nein, einer ist gestorben. Hunting Hawk killed in action. Schade. Arme. Obwohl wahrscheinlich war die Mission, die ich losgeschickt habe. Aber ich will noch nicht selbst die Command Units so verteilen. Deshalb überlasse ich das erst mit dem Computer. Development. Kann ich aber mal schauen, ob da was Wichtiges mit bei ist. Es ist Automatic Handgun.
Prokof-Pistole, ja. Hm, das ist die Sache. Ich hätte mir, wenn das jetzt ein normaler Metal Gear wäre, so eine SOCOM-mäßige Waffe oder hier die Burkhoff, also eine tödliche Waffe mit Schalldämpfer, gerne geholt, aber da man die Leute alle mitnehmen möchte, no, bin ich eigentlich mehr dafür, wirklich ja, mehr Betäubungswaffen zu machen. Und was anderes außer die Betäubungspistole würde ich gar nicht erst mitnehmen. Oh, 387.000 habe ich sogar. Ich dachte, ich habe 250 irgendwas. Vielleicht sollte ich, wenn es passt, eher die Mother Base ein bisschen aufwerten. Guck mal, die kann ich hier. Das Combat Unit. Das könnte ich mal aufstocken. Dann 108 Realminuten dauert das. Na gut, dann machen wir das eine Mal, dann die, dass die Combat Unit auf wird. Und wenn wir dann die Ressourcen haben, hier mir fehlen noch Common Metal und Fuel Resources, muss ich noch mehr sammeln. Da kann ich die Intel und die Medical auch mal auf 2 von 4 hochballern. Ihr habt schon gesehen, das bedeutet, wenn ich da mehr mache, dass da mehr Leute auf diese Plattform rauf und mein Team insgesamt größer werden kann. Was ganz gut ist. So, das hatten wir. Ah, Rewards. Oh, ah, von der Mission. Okay. Accept Rewards. Accept all. Nochmal 220. Oh, und Leute. Oh, Alter. Das war nicht besonders gute Leute, aber. 437. Oh, ich habe da so viel. Oh, es lohnt sich ja voll, die loszuschicken auf Mission. Auch wenn der eine leider gestorben ist dabei, aber im Dienste deines Vaterlandes hast du das gemacht. Also deiner Vaterbohrinsel. Unter was war das? Unter Combat Deployment. So eine Funktion, die freigeschaltet ist, dass ich Leute auf Missionen schicken kann. Das dauert dann Realzeit, sozusagen. Die laufen dann ohne mein Zutun. Staff Recruitment. So. Addicted Losses. Bei Staff Recruitment? Division, probably 100%. I. Nehmen wir mal D. Unit dispatched. Nehmen wir mal C. Unit dispatched. Dann nur 2 maximal machen. Ja, mal gucken. Ich glaube, das sollte Staff Recruitment, dass mehr Leute dazukommen. Das hilft ja alles noch. Success, Success, Success. Und online? Ich bin momentan nicht online. Aber das werde ich nachher nochmal gehen. Ich habe auch noch nicht online versucht, dass man anscheinend da auch seine Leute gegen andere Basen losschicken kann. Die Mission, oder besser gesagt, das Ding ist noch nicht wirklich freigeschaltet. Das ist gleich. Ich könnte den Flashback maximal spielen. Okay. Achso, weil das hier auf der Station ist. So, 487.000. Oh man! Ich weiß gar nicht, wo ich vorne und hinten anfangen soll. Dann nehmen wir mal meine Night Vision Goggles verstärken. Nee, Supply Drop brauche ich nicht. So. Bessere Sniper Rifle, ne? Das wäre eigentlich Damage erhöht, aber nicht Effective Range. Stock to Improved Stability while moving. Das kann man eigentlich mal machen, ja. Ah, nein, nicht Supply Drop. Das noch übernehmen. Oh, und das C4 nochmal verbessern. Stopping Power Up. Es ist eigentlich schon sehr wichtig, dass ich gutes C4 habe, wenn ich nochmal mit Panzern es zu tun habe. So. Immer den Rest einbehalten. Kann ich beim Buddy Equipment und beim Helikopter mal was neu machen? Battle Dress, den habe ich schon. 105. Den kann ich natürlich. Ich brauche einen Electro Spinning Specialist dafür. Okay. Materials Engineer. Ich würde gerne auch noch meinen Dress. Ah, okay, das ist aber fürs D-Horse. Ja gut, das kann mir ja relativ egal sein fürs Pferd. So, Speaker. Das haben wir schon gemacht. Und weitere Sachen für den Helikopter gehen auch nicht. Obwohl, oh, Rocket. Rocket bauen. Air-to-Ground Rocket Launcher. Eine Flare. Soll ich mir einen Rocket Launcher an den Helikopter bauen? Nee, später mal, komm. Jetzt machen wir hier nur Menü-Action. Ich will jetzt mal zu Quiet hingehen. Und natürlich an den Soldaten vorbei, dass die Moral steigt. Jetzt hauen die sich alle wieder gegenseitig. Dem soll ja nicht so sein. Auf der Medical Platform war ich noch gar nicht bisher. Mal gucken, wie man... Okay. Keep out. Traitor. Killer. Was ist das? Ah! Sie hat
David Bowie oder was ist das? Okay. Durchsichtige Zelle für Quiet. Bisschen Meryl-Style hier. Das, sag mal. Was ist denn das hier? Sonst sie sich gerade ohne Oberteil. Was soll denn das? Kojima, was machst du denn da? Okay. Da. Tatsächlich. Wir wollen die Tanline. Klar, ist ja auch durchsichtig. Sie kann sich tatsächlich sonnen. Obwohl, das müsste so ein Schachbrettmuster ergeben. Was ist denn da los? Aber hier kann ich anscheinend nichts machen, auch nicht mit ihr reden. Okay, das ist arg weird. Ja klar, hier. So. Spit it out. So. Die wissen alle überall, wo Diamanten herumliegen. Hey, das ist echt strange. Und ich hätte echt gern nochmal einen Button, um richtig zu salutieren, außer das hier zu machen. Sag's auch. Muss man echt tatsächlich mit allen machen. So viele Diamanten hier. In Quiet Cell gibt es einen Diamanten. Ja. Lass uns einen wenigstens mitnehmen und dann gehen wir mal auf Mission. Schade, ich dachte, dass man hier vielleicht dann noch weiter was machen kann. Gucken wir mal, wo wäre der auf der Plattform? Irgendwo oben. Die will ich... Nein, nein, nicht Commencing, das will ich gar nicht. Wo ist es denn? In der Mitte, ich muss vielleicht mal hoch auf die Medical Plattform. Die scheint wenigstens nicht ganz so aufwendig zu sein, ne? Wie die R&D-Plattform. Oh, Entschuldigung. Das war nicht meine Absicht. So. Wieder hier oder ein Stockwerk drunter? Muss ein Diamant sein. Da ist er. Da. Hat man noch? Boah. Mit killen kann ich die natürlich nicht. Wir wissen überall, wo Diamanten sind. Muss ich mir Gedanken machen? Naja, egal. So, dann lass uns mal weiter auf eine Mission gehen. Wir sind, finde ich, jetzt gut vorbereitet. Wir können das bessere Sniper-Rifle und so wohl. Ah, warte mal, die Dispatch-Mission. Sogar gut gelaufen. Die schicke ich dann auch nochmal los. Auch mit Deployment. Hat er hoffentlich neue Leute rekrutiert. Wenig Side-Ops da. Eine Minute. Dann warten wir den noch ab. Dann schicke ich den noch einmal los. Auf eine Mission, vielleicht eine, die länger dauert. Und dann gehe ich selbst los und mache eine Mission. Ja, und ich nehme meinen Rocket Launcher wieder mit. Der stand empfohlen für... Wir haben jetzt Mission 11 schon gemacht. Wir haben die 9 und die 10, glaube ich, noch frei. Und für die eine war recommended, dass man Missiles mitnimmt. Also werde ich mir ein paar Missiles und ordentlich C4 an die Backe heften. So, eine Minute kann aber lang dauern. Da, da ist es. So, Combat Deployment. Jetzt ist es wieder leer. E2E. Können wir Staff dazu holen? Plans Gathering. Mission Factory Sabotage. Guck mal, da, die dauern ein bisschen länger, ja. Dann will ich... Wir schicken mal B. Wir schicken mal 25% Losses. Da, wir schicken mal hier auch die C-Leute los. So. Das dauert dann seine Zeit. Und ich guck mal, ich muss, glaube ich, in den Helikopter rein, ne? Jetzt gehen die Missionen nicht. Oh Gott, fast wäre ich ins Wasser gestürzt. Das wäre nicht so toll. Helikopter-Pickup, please. Macht sie jetzt eigentlich hier in der Nacht? Liegt sie immer noch? Warte mal, sie... Nee. Sie sonnt sich immer noch. Und sie hört sich Kids in America an. Ey, Kojima. Helikopter, Pickup. We're the kids in America. Da bin ich Kojima und sein Team komplett Wahnsinnige. Am Anfang echt wirklich ein bisschen Bedenken.
Ja, von wegen, jetzt Story reduziert, das. Ist nicht größer auf Fokus auf Gameplay, aber es bockt schon ziemlich. Nehmen Sie mich mit. Kann ich rausgucken. Hier genau, mit dem 4 könnten wir dann die Strut wechseln. Muss ja auf eine andere Plattform rübergehen. Wollen wir hier aber noch nicht machen. Oh, und jetzt ist Maneater. Aber nee, das ist ja auch mein Sound, den ich im Hubschrauber drin habe. Oh, here she comes. Extraction arrived at Mother Base. Okay. Diamanten dazugeholt. Jetzt beginnt der Reibach reinzurollen. Jetzt bin ich wirklich eine Söldnerarmee. Kann alles mir zurechtlegen. So, Missions. Please select a mission. Back up, back down. Mal Cloaked in Silence. Der hat sich von alleine aktiviert. Eliminate as many fighting vehicles as possible in order to weaken the Soviets' reinforcements. Puh, wenn das Panzer sind. Wenn es Panzer sind, wird schwierig. So. Danger low. Ich würde gerne wieder wie beim letzten Mal mit dem Hubschrauber. Das war geil, ne? Da sagt mir hier auch nicht, wo die ganzen Sachen sind. Wahrscheinlich innerhalb des Gebietes. Yes, equipped and now. So. Aber ich nehme jetzt den Grenade Launcher mit. Und ich nehme meine SVG wieder, da bin ich ein bisschen besser dran gewöhnt. Secondary Weapons belassen wir es dabei. Support Weapons C4 habe ich hier. Es sind aber wirklich auch wieder die Stopping Powers, aber es sind auch nur 4 C4s. Warum kann ich nicht mehr als die mitnehmen? Ich muss dann einen Weapon Drop haben. So, die Box. Hier ist Pentazimin. Wo ist Pentazimin? Brauche ich eigentlich nicht, wenn ich keinen. Pentazimin brauche ich nicht, weil ich kein Sniper-Rifle dabei habe. Und hier natürlich die Sachen. Let's go. Commence the mission. Gehen wir einfach her. Ich kann ja die Zeit vorbeigehen lassen, wenn ich dann noch eine andere Tageszeit will. Ich will jetzt nicht vom Start aus gleich in die Dunkelheit rein, obwohl es natürlich hilfreich ist, aber ich weiß auch noch gar nicht, war ich in der Ecke schon? Muss ich mal gucken, ob mir das Gebiet ein bisschen vertraut vorkommt. Ist ja echt riesig hier in Afghanistan. Wo man herumschubbern kann die ganze Zeit. Tactical Buddies. Ich glaube, draußen trainiert Gino gerade. Ich höre so ein bisschen befehlsartigen Ton und ein bisschen keuchen und stechen. So, was? 2 Sit-Ups auf einmal? Komm ein bisschen rüber. Boss, your objective is to eliminate as many enemy combat vehicles as you can. For this mission, we're backup for the guerrillas' offensive. That means our mission isn't over until theirs is. Keep an eye on the remaining time. Okay. Timing based. Also bear in mind that you'll fail the mission if you don't take out a single vehicle. As for payment, the more vehicles, the bigger our paycheck. So give them a real fireworks show. Check the target's locations on your map. Na gut. Ich hab darauf gehofft. Ja, lass mich da runter. Hey. Kann ich auch schon mal was hier hingehen? Also es ist. Ich will mich lieber gerne in den Panzer reinbegeben. Gerne nah ran und da C4 anbringen an das Ding. Das wäre der Hammer. Wenn ich das machen kann. Was, ja? Ah, hier war ich schon mal. Alles klar. Analysis complete. Analysis complete.
was? Nein, das war ein Vogel. Nicht die beiden. Boss, I have a report from the Intel team. The targets are now on the move. Oh fuck. I've sent their predicted route to your iDroid. Check your map. Okay, lass doch mal probieren. Anti-Stealth. Hey, der brennt, ne? Der brennt. Das war's mit dem. Alright. Boss, we have information on new targets. Check your iDroid for that predicted route. So. Predicted route. Da ist eins. Marker placed. Lass mich zu dem hin. Ich glaube, wenn die sich bewegen, C4 auslegen kann ich maximal machen, wenn ich. Das könnte aber klappen mit dem C4. Ich muss die richtige Straße finden, wo sie gerade unterwegs sind. Die Mission. Oh nein. Oh oh. Ich krieg ich. Es brennt. Okay, sehr gut. You're doing great. Plenty of targets eliminated. Just the pace I'd expect. Okay. What's the next one? Spotted a four-wheel drive transporting a prisoner. It's not part of the mission. If you think you can bust them loose, just if you have the time to spare. Hey, also wir können auch ihn befreien. Da ist der. Ich würde mir gerne noch einen Supply Drop nochmal holen. Obwohl einen könnte ich bestimmt noch mit den Granaten wegballern, wenn ich jeden Schuss treffe. Einen könnte ich noch machen. Muss mir neue Munition holen für das Ding. Genau kenne ich mich hier in diesem Gebiet nicht aus. Ich muss mich mal auf den Marker verlassen. Ich hoffe, dass da jetzt kein Berg dazwischen liegt. 7 Ziele müssen es sein, wenn da immer so 1 von 7, 2 von 7 gerade aufgeploppt ist. Ich weiß nicht, 15 Minuten schaffen kann. Mal rauf. Den machen wir zuerst. Enemy presence detected. Oh nein! Just focus on taking out the remaining targets. Scheiße. You've got other targets closing in. You can check the predicted route on your iDroid. The map has been updated. Enemy presence detected. The map has been updated. Enemy presence detected. The map has been updated. Ist hier lang? Jetzt? Nicht so gut, dass du da bist. Aber
turn now on. Boss, why did you kill him? Okay, das war nicht so erfolgreich. Schade. Ich dachte, es wäre ein großer Panzer, wo der ein Gefangener wäre, dass ich ihn stoppen und rausholen kann. Aber sowas leider nicht ganz. Aber ihr habt schon gesehen, was ich gemeint habe mit dem C4. Na gut, die Hauptmission, die habe ich ja durch. Ich muss nur aufpassen, dass ich nicht abkratze. Wir machen hier noch ein bisschen, es ist gleichzeitig für die Werbung. Aber vielleicht schaffen wir es noch im nächsten. Da ist keiner. Du brauchst dir keine Sorgen machen. Keiner auf dem Pferd. So, doch, ist doch einer. Haha, ich war's. Halt rein. So. Geh weg, du Pferd. So. Jetzt nochmal. Ups. Oh. Das war Bullshit. Hier hoffentlich? Okay. Okay, ah, das war's. Okay. Okay, okay. Alles klar, nachdem wir den weg haben, wir gehen kurz in die Werbung. Und wenn wir wieder zurück sind, dann hauen wir weiter die sowjetischen Panzer kaputt. Bis gleich.